Servus Party Peoples. Wisst ihr, es gibt die Momente im Leben, da weißt du einfach, okay, jetzt wirst du so langsam alt. Wenn du auf einmal mehr Fan von Thaddäus bist als von SpongeBob, ist das so ein erstes Warnsignal. Und ich habe das leichte Gefühl, diese Warnsignale werden zurzeit immer mehr. Grund für dieses Video, mal den Warnsignalen auf die Spur zu gehen. Warnsignal Nummer 1. Ich wollte den Lockdown ein bisschen nutzen, um Sport zu machen und bin auf den Zug der Jogger aufgesprungen. Problem hierbei ist, geht man zu oft joggen, kann man Knieprobleme bekommen, weil es das Knie überanstrengt. Und geht man nur ab und zu joggen, kann man auch Knieprobleme bekommen, weil das Knie untrainiert ist. Und ich denke mir so, verdammt, bei mir fangen die Knieprobleme schon im Sitzen an. Man sieht so langsam einen Verfall. Die Haut ist teilweise so trocken wie das Gästehandtuch von ungeliebten Menschen. Und dann erst die Augenringe. Das sind keine normalen Augenringe mehr, das ist Augenringe Inception. Warnsignal Nummer 2. Früher war ich voll so, der frühe Vogel fängt den frühen Wurm. Um 6 Uhr habe ich es irgendwie immer rausgeschafft. Gut, ich musste zur Schule. Aber ich habe es aus dem Bett rausgeschafft. Und heute fühle ich mich, wenn er weggeklingelt, wie so eine Leiche im Leichenschauhaus. Ich bleibe einfach liegen, aktiviere alle 10 Minuten die Snooze-Taste des Weckers. Und ganz ehrlich, die Snooze-Taste wurde auch nur erfunden, damit man den schlimmsten Moment des Tages bis zu 9 Mal erleben kann. Und wehe, ich bin auch noch verkatert. Damals konnte ich noch ganze Nächte durchfeiern und heute feiern, red mal in 9 Monaten nochmal. Warnsignal Nummer 4. Du wirst irgendwie desillusioniert. Mit 12 war man noch richtig ambitioniert, hatte Träume und Visionen, wie man später mal nach Australien zieht, um dort als Arzt Känguru-Babys zu retten. Und jetzt steht man manchmal einfach nur noch in der Wohnheimküche und denkt sich, wenn ich jetzt den Teller ablecke, dann muss ich ihn nicht spülen. Und während andere schon an die 5000 Beziehungen hatten, hältst du einfach einen Kaktus für zu viel Verantwortung. Warnsignal Nummer 5. Du hältst einfach nichts mehr aus. Damals, als man 7 Jahre alt war, ist man einfach ohne Kratzer vom Baum gefallen und heute, 15 Jahre später, sitzt man 2 Minuten während dem Homeoffice irgendwie falsch am Schreibtisch und braucht dann 9 Monate Physiotherapie. Man könnte auch sagen, aus dem Baum ist ein Schreibtisch geworden und das ist eine Rache. Oder neulich auch, ich habe mich einfach auf dem Sofa verlegen. Auf dem Sofa. Das hat mich zutiefst verletzt. Ich meine, ich dachte, die Beziehung zwischen mir und dem Sofa wäre etwas Besonderes. Wie kann man sich so täuschen? Und falls ihr coole Sofas kennen solltet, leitet die doch gerne an mich per Nachricht auf Instagram @partypadproductions an mich weiter. Vielen Dank. Aber schon krass, Kinder sind einfach so kleine Usain Bolts, die toben, rennen, springen, mit Steinen auf die Katze werfen, die haben so viel Energie und wir hocken gerade auf dem Stuhl rum, Netflixen ohne zu chillen, jammern, dass man irgendwie alt wird, schreiben ein Skript dazu, nehmen ein Video auf und könnten eigentlich mal wieder nach draußen gehen. Ja. Und bei euch so. In diesem Sinne, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Abonniert gerne den Kanal für eure Ablenkung im Alltag. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Keep going, euer Partypad.